Hör mal, der hat richtig abgespritzt. Im Stream. Let's go, SCG. Und ihr wisst, Leute, lasst gerne ein Däumchen da und schreibt einen Kommentar. Und herzlich willkommen zum React auf SCG. Wir schauen uns an, was letzte Woche wieder in Twitch Deutschland und YouTube Deutschland abgegangen ist. Und vielleicht bin ich ja auch wieder drin. Who knows? Bis gleich. Also, jetzt. Los geht's. Twitch Prime ist mehr kostenfrei. Hallo und herzlich willkommen bei Streamclips Germany. Viel Spaß bei Streamclips Germany. Hier könnt ihr Werbung spielen. Wie habe ich heute gerettet? Vor der Hexe. Guck ja. Hab ich. Sie ist bei mir. Ich habe ihr. Oh mein Gott. Nein, Dinge, die wir nicht sehen wollen. Ja, nur so ein paar Zentimeter. Ja, Dinge, die wir nicht sehen wollen. Wir haben nur ein HP. Und das ist völlig okay, denn mehr brauchen wir nicht für diesen Boss. Ein HP für Boss, geil. Oh, jetzt macht sie bestimmt wirklich, oder? Hi, bitte machen Sie mal die Parkbank frei. Ich bin tot. Z. Nein, ich bin nicht so der Schwimmmensch. Vor allem im See. Ich habe immer Angst, dass da so ein Tentakel oder so eine Alge mich packt, so um mein Bein und mich dann runter. Also wenn wirklich eine Tentakel im See ist und einen runterzieht, da muss ich aber auch los. Ich dachte, die gibt es nur ganz tief unten im Meer. Das ist, glaube ich, meine größte Angst. Kennt ihr das nicht? So ein Tentakel oder so eine Alge, die... Alge, ja! Alge! Hoch, du musst hoch. Du musst da noch drüber. Oh Gott, das ist da hinten. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh oh. Planet Craft, habt ihr gespielt? Oh mein Gott. Hat so überlebt. Wasser? Wie geht's? Ich meine, nein, danke. Außerdem muss ich nach Hause. Und Kitty Big City. Vielleicht ein andermal. Ich kann nicht lesen, was da steht, also gehe ich davon aus, dass es sich dabei um eine detaillierte Beschreibung handelt, wie man Rentnerrollatoren mit einem Schraubenzieher so manipuliert, dass sie über 400 km/h bergauf fahren. Ja. Ich habe jetzt Fans gebaut, aber das bringt mir gar nichts, weil es ergibt keinen Sinn. Don't starve together. Nein, nicht anbrennen. Wie löscht man den? Es brennt uns alles ab. Ja, eben. Oh Gott. Ja, löschen irgendwie. Ich weiß nicht, wie man löscht. Warte. Haben wir noch eine Gießkanne? Ich hab Brenner die ganze Zeit. Ja, alle Kisten verbrennen? Damit. Scheiße. Warte. Sauber, noch einer. Warte. Was? Let's go! Das Monster-Hunter, das habe ich gleich erkannt. Popschutz nötig. Das ist der Trainingsbereich da hinten. Den Popschutz. Ich würde sagen. Das Mikro hatte keinen Bock mehr. Auf der Herrentoilette waren auf der Herrentoilette sogar OBs. Also hier, ja, OBs. Ich erinnere mich noch. Was sind OPs? Warum sind OPs auf der Herrentoilette? Wir reden jetzt von den... Na hör mal, OPs dürfen doch wohl auch auf die Herrentoilette. Wo sollen sie denn hingehen? OPs brauchen nicht alle direkt eine Windel. Ja, nur manche. OPs, oder? Was macht ein Opa auf der Herrentoilette? Brudi, was los? Hey, wie wär's, wenn ihr mich jagt, wenn ihr so mutig seid? SCP. Traut euch doch. Oh Gott! Die einzige, die ich getarnt hat. Was kommt davon? Wir essen waren dieses Familienrestaurant, dieser Italiener, der war insane. Aber da muss man auch viel Hunger mitbringen. Oder eine fette Familie, also eine große Familie. Ja, das ist ein netter Versprecher. Fette Familie. Also eine fette Familie mitbringen. So. Kapuze, was machst du wieder? Crime Scene Cleaner. Und jetzt werf ich noch einen coolen Korb. Achtung!
Das machen also wie Crime Scene Cleaner. Los. Jetzt solltest du wieder putzen, Kapuze. Wie kannst du behaupten, dass das hier Mulan ist? Das ist doch eindeutig Ping. Fa Ping. Oh scheiße, er ist wirklich Fa Ping. Oh mein Gott. Ist das ein Disney-Joke gewesen? Ein erwachsener Disney-Joke? Der Nachname ist Fa. Im Chinesischen wird der Nachname nach vorne gepackt. Und dann kommt der Vorname. Der Familienname kommt zuerst, dann kommt der normale Name. Ja, stimmt, das habe ich Name. Auch mal gehört. Er heißt Fa Ping. Oh. Fa Ping. Oh Gott. Du musst nicht Englisch aussprechen. 13. August. Schatz, wie war's denn mit dem Einkaufen? Was, hast du irgendwas gefunden? Ich habe ein paar Tapeten geschossen. Ah, cool. Ich hoffe, die sind schön. Ist dann sehr günstig, sagst du wahrscheinlich, ne? Nee. Seine Stimme ist so heftig, ne? Esslöffel, Teelöffel? Wahrscheinlich nicht. Es geht auf, es geht auf. Das war zu viel drehen. Ja, ich würde sagen, das ist ungefähr ein Teelöffel. Aber der kleine Löffel. Ja, das ist schön. Der Rücken. Was ist der Rücken? Was? Der Rücken. Was? Ist zurück in diesem Spiel. Ach so. Wir haben angefangen zu schießen, das möchte ich dir nochmal betonen. GTA, da waren wir auch letztens. Au, der ist mir voll über die Rübe gefahren. Das wurde, wie bei so einer Gurke, wurde einfach der Kopf abgesäbelt. Das war okay. Aber Timing. Yeah. Okay. Little Kitty, okay. Big City. Ich glaube, hier soll ich nicht sein, Chat. Das ist so süß. Ich glaube, hier soll ich nicht sein. Nee. Ich glaube, oh mein Gott. Okay, okay. Ich hab wieder mal Blödsinn gemacht. Okay, ich hatte befürchtet, dass es keinen eigenen Trailer hat. Aber dafür bin ich bin ja nicht ich. Also ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre, ne? Warte. Ja, interessant. Ja, ich guck mal, ob es geht. Pepper. Jesus Christ, Pepper. Pepper, das ist mein Gesicht. Das ist mein Gesicht, Pepper. Pepper, hör auf. Hör auf, Pepper. Pepper, beruhig dich. Das ist nur mein Gesicht, Alter. Pepper rastet aus. Was, wenn ich's... Wollte er den Face-Reveal machen? Imagine, er wollte nicht den Face-Reveal machen, macht aus Versehen. Das wäre Pain. Ausmache. Jetzt ist sie ruhig. Jesus Christ. Nein, ihr seht keine Werbung, weil ich habe YouTube Prime. Los. Ja, ihr wisst schon. Ich hab mein Akku leer. Oh, Milchbaum und Milchbaum. Akku leer. Oh, ich habe gar keine Meldung gekriegt. Oh. Tja, Leute. Ich glaube, ich muss meine Mutter anrufen für den Puck. Den habe ich nämlich nicht. Nein. Wir waren in London und sie meinte, ich kann mein Handy nicht neu starten. Ich hab den Puck nicht. Ja, weil ich eine neue SIM-Karte habe. Ja, das war's dann wohl. Oh. Aber wie kommst du an die Nummer deiner Mutter? Oh nein, Mischpom ist am Sack. Ich kann mir einen Einkaufs... Ja, ohne Puck ist einfach RIP. Zettel schreiben, Chat. Gehe in den Laden rein. Sobald ich vorne durch die Tür gehe, wie so Laserschranke, wut, Kopf gelöscht, alles weg. Wenn ich dann noch jemanden dort treffe und mich mit dem unterhalte, dann bin ich komplett überfordert. Und dann seht ihr so eine kleine Anna durch den Rewe laufen, so völlig verwirrt, so völlig... planlos und dann komme ich raus und habe dann einfach nur 5 Käseräder gekauft und eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Aber kleiner Tipp am Rande, dafür eignen sich Einkaufszettel. Ist eine geile Erfindung. Gibt's noch nicht so lang, aber habe ich gehört, soll helfen. Trust me. Was? Wie alles? Du isst jetzt eine Portion. Ich schaffe doch keine. Du isst eine kleine Portion. Boah, Julia. Boah, Fini. Ist das eine kleine Portion, verdammt, wie kann Nein! Aggression in der Küche, ihr seht, was passiert, Chat. Ihr müsst da immer Wusa machen, bevor ihr kocht, ja? Sonst passiert sowas. Tut ihr mal einen Zettel? Ja. Scheiße. Julia hat sich so sehr aufgeregt, dass sie ihre schöne pinke Schüssel kaputt gemacht hat. Ich mochte die Schüssel. Oh.
Denn selbst abends um 12 noch einiges an Kunden. I know, das ist super crazy. Wenn ich beispielsweise von einem Konzert heimkomme oder so, ich habe noch Durst. Nee. Wie nennt sich das? Hä? Wie nennt sich das, wenn man Hunger hat? Also das Hunger Gegenteil haben? Von Durst. Hunger. Wie nennt man Hunger haben? Hunger. Süßes Game. Ja. Ja, ja. Der ist ja, süß. Ja, ja. Mhm. Okay, ist schön, ist super, ist voll toll. Was hätte er gebraucht, wunderbar, um darüber zu gehen, oder? Und das hat jetzt was Schnick, schnack, schnuck. Chat, das ist, wenn ihr Verstopfung habt und dann getrocknete Pflaumen esst. Schnick, schnack, schnuck. Wer dreimal gewinnt. Wer dreimal gewinnt. Okay. Schnick, schnack, schnuck. 1. Aber mich interessiert jetzt, kam Mischbaum wieder an ihr Handy oder nicht? 2. Schnick, schnack, schnuck. 3. Ich hab gewonnen! Arme Mischbaum. Jetzt hat sie schon zweimal einstecken müssen in einem Tag, die Arme. Das ist Hai! Hab kurz gebraucht. Er hat mir in Real Life schon einige Zaubertricks gezeigt. Geiler Typ, Chat. Ist nice, oder? Hoho! Voll gut, ey. Welcome! Also, Hai, der war ja auch mit uns in Japan, so, ne? Und ich habe ihn auch in Wien getroffen. Und der hat dann öfters mal Zaubertricks gezeigt und es war so richtig gut. Und der so, nein, ich bin nicht so gut und es geht noch besser. Und nee, heute habe ich verkackt. Der ist voll bescheiden, dabei macht er es echt gut. Piraya ist gerade mit ihrem Spielzeug reingetippt. Das ist echt klingen, Matthias. Oh nein! Ja, mit den Stühlen darf man sich nicht vorbeugen. Aber Doggo findet's toll. Süß. Ein Überschlag beim Reden. Bist ja dann doch sehr sportlich. Ja, also meine Zunge ist halt sehr sportlich. Es klingt. Also, Caro, warum denkst du nicht einfach nach, bevor du irgendwas sagst? Ja, sie meinte, sie kann gut essen. Ja? Essen. Oh, also wenn ihr in Google Maps Japan eingibt, dann kommt erstmal Japan. Danke, Mischbaum, wieder toll, einfach toll. Wenn ich das mache, dann, das ist merkwürdig, kriege ich einen Heißhunger oder einen Heißdurst, besser gesagt, auf Fanta. Und das ist sehr strange. Egal wie sitt ich gerade bin, egal wie voll ich bin mit Getränken, wenn ich das mache, aber wenn er was dann kriege ich einen heiß Appetit auf Fanta. So. Warte, wenn er was macht? Er kriegt einen Heißhunger auf Fanta, wenn er was macht? Ich hab's nicht gehört. Wenn ich das mache, dann, das ist merkwürdig, kriege ich einen Heißhunger oder einen Heißdurst, besser gesagt, auf Fanta. Aber bei was? Und das ist sehr strange. Egal wie sitt ich gerade bin, egal wie voll ich... Sitt verstehe ich. Sitt ist das Gegenwort zu satt. Wenn du isst, dann bist du satt. Wenn du trinkst, dann bist du sitt. Okay? Und er will sagen, egal, wenn er schon 10 Liter Wasser getrunken hat, er kriegt dann Hunger oder Durst auf Fanta. Aber was das? Ich bin mit Getränken. Wenn ich das mache, was ist das? Dann kriege ich einen zu heiß Appetit auf Fanta. Check. So. Das wollte ich euch mal erzählen. Danke. Aber ich fühle mich normal übrigens, ne? Ich finde, ich bin der Intelligenteste hier im Raum. Ja, ich bin auch mal die Intelligenteste hier in dem Raum. Aber ich kenne das. Manchmal habe ich auch richtig heiß Durst auf Cola.
Manchmal muss ich eine Cola trinken. Einmal pro Woche oder so. A challenge accepted. Oh. Was war das? Nichts passiert. Hab mich nur von mir selber erschrocken. Oh. Ganz normaler Tag in meinem Leben. Scheiße, ich sehe doch gar nicht, wo das Wasser anfängt. Lol. Ja, Eva hat auf jeden Fall Spaß. Also scheint es gut zu sein. Nice. Niemals entkommst du meinem Keller. Für immer und ewig wirst du in diesem Keller gefangen bleiben. Das flüstere ich nachts runter in den Mod-Keller. Jetzt ist es geleakt, sorry. Du gehst erst raus, wenn ich es dir sage. Und das wird nicht passieren. Aber das Gute ist ja... Wir haben ganz viele Kekse und Kohlen im Keller, also kannst du ja nur gut... Nein, das stimmt nicht. Die Mods kriegen gar nichts. Die kriegen einen Kanten. Einen krustigen, alten, knusprigen, trockenen Kanten. Gut gehen. Ich mach Ziegelsteine, ja. Die Sache ist, da passen meine Bubis nicht rein. Das wird mir leider auch nicht stehen mit meinen Bubis. Ja, das wird meine Bubis so nach oben pushen. Guckt euch, also... Ich will komm schon! Was ist das für ein Bubi-Talk beim Shoppen? Dass wir auf ihre Bubis gucken, aber guckt euch mal an, wo das endet. Hui, 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 hui. Das ist oben klar. So hochgeschnitten. Da ist mir zu wenig Bubi oben raus. Da ist doch alles Bubi oben raus. Aber das war halt eine Stunde. Eine Stunde, was? Die sind jetzt ungewaschen. Reis 2 bis 3 Mal waschen, dann mindestens 2 Stunden im kalten Wasser einweichen. Katzi. Ja, was macht Katzi? So habe ich so war letztens, als meine Katze aus Versehen mein Eis geschleckt hat. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Aber es hat ihr scheinbar nichts getan. Leute. Geil. Hallo, liebe Welt. Mein Name ist Asche. Und ich, herzlich willkommen bei Deutschland sucht den Superstar. Ich danke... Aber das ist cool mit den Blumen vorne und hinten. Nice animiert. Schön, dass ich hier auftreten darf. Mein Name ist Asche und mein Talent ist folgendes. Aber das soll sie wirklich mal machen. Ja, ich würde es mir angucken. Bin fertig. Deutschland, wir haben vorher schon die Aufstellung gesehen. Ich kenne niemanden, aber Manuel Neuer ist im Tor. Ich bin gespannt, ob er ein Tor macht. Deswegen, wir sind gespannt. Das im Hintergrund ist einmal der Klassiker, wenn Fußball guckt. Da hört man immer nur das, gell? Ball geht von, weiß ich nicht, zu, weiß ich nicht. Aber sie gehen nach vorne, sie gehen aber jetzt passen sie zurück. Jetzt passen sie, aber jetzt wieder nach vorne. Ich glaube, das ist Rüdiger, aber ich kann mich täuschen. Nee, ist wahrscheinlich nicht Rüdiger. Stimmt. Wie können die Moderatoren immer genau sagen, wer gerade den Ball hat? Die haben doch bestimmt so ein Programm, wo den Namen über den Köpfen steht oder so. Irgend so ein Tracking. Die sagen immer voll akkurat die Namen. Epileptische Anfälle. Epilepsie. Ja, epileptische Anfälle. Hä, ist doch richtig. Es gibt doch das Wort epileptische Anfälle, oder nicht? Ja, fast. Oder bin ich jetzt blöd? Naja, etwas repariert. Ew, Schulz, Alter. Ich glaube, Mann vom Mond. Na, Elden Ring, das spielen wir auch wieder. Oh Gott! Der Ziegenbock hat euch getötet. Was? Ziegenböcke eigentlich lieb. Oh, was ist das für... Oh, das ist Werbung, scheiße! Ich hab nichts gesehen. Ich hab YouTube Premium. Du Monster! Warum gronkst du die Katze, Alter? Hä? Warum ist das jetzt ein Wort? Armer Gronk. Das ist überhaupt kein Wort, das wird so nicht gesagt. Das ist überhaupt nicht üblich. Nun, aber Gronken ist nun mal ein üblicher Begriff und wird nun mal für, das Zerstören von süßen und unschuldigen Pelztierchen verwendet. Oder generell allem Bösen und Schlechten in dieser Welt.
Imagine, in 200 Jahren die Menschheit, ja, wir fliegen mit den Autos durch die Welt, wir sind Cyborgs geworden, weil unsere Körperhülle nicht mehr so lange mitmacht. Und dann haben die Geschichtsunterricht und dann lernen die Schüler in der 8. Klasse so Gronken. Und dann erklärt der Lehrer, ja, damals, vor 200 Jahren, da gab es so einen Let's Player. Die Menschheit. Das Zerstören von süßen und unschuldigen Pelztierchen verwendet. Oder generell allem Bösen und Schlechten in dieser Welt. Und, naja, das weiß auch die gesamte Welt. Naja. Da wurde ein ganzer Artikel drüber geschrieben. Naja, das nicht, aber so trostlos irgendwie und jeder macht so seine Sachen. Und oh, hier ist eine Händlerin. Was? Oh, tatsächlich, die wird angezeigt. Für Samen sogar. Was? Und die mag keine Klamotten. Oh. Da steckt ihr Neugeborenes drin. Von ihrem Ex. Da steckt ihr Neugeborenes drin. Krank, eiskalt. Ey, ohne Scheiß, habt ihr schon mal vorgestellt, wie Dinosaurier Sex haben? Ich bis gerade eben nie. Matteo! Warum wusste ich, wenn ich Matteo sehe, es kommt, es muss wieder sowas kommen. Zum Glück hat er diesmal nicht über Kaka-Pipi geredet. Eure Baguettes raus! Also... Bitte holt nicht eure Baguettes raus! Lasst die Baguettes drin! An meinem PC, als sie Urlaubsvertretung für mich gemacht hat, dann hat sie einfach mein Hintergrundbild geändert. Ich hatte vorher was so einen von den Anime-Charakteren. Und ich glaube. Aber das machen viele, ne? Auf der LAN wird es auch gemacht. Hintergrundbild wird geändert oder im OBS wird was geändert. Das gibt's auf LANs immer. Ich glaube, das ist schon ein krasses Upgrade, was ich jetzt habe, denn denn jetzt ist es David Hasselhoff. Was? Ich habe so viele Fragen. Das letzte, was mich von David Hasselhoff erinnert, ist dieses Bild, wo auf dem Boden liegt und ein Burger isst. In einem nicht ganz nüchternen Nein, einfach nein. Wieso fühle ich das so sehr? Zu mir hat mal jemand gesagt, ich esse nicht, ich inhaliere mein Essen, weil ich so schnell esse. Jetzt hat sie sich verschluckt. Das Münztelefon, das überraschenderweise immer noch funktioniert. Zero. Darauf liegt ein abgenutztes Exemplar der gelben Seiten. An den Telefon da drauf anrufen. Telefonstreich. Vegas Tierhandlung. Pizzeria. Pizzeria! Hallo Pizzeria Sigliano, was möchten Sie bestellen? Ich möchte eine... Ja! Ja! Seht ihr? Es ist inzwischen etabliert. Das Beste ist einfach Ananaspizza. Change my mind. Ihr könnt mich nie überzeugen. Ananaspizza for the win. Lecker, schmecker, schmackofatz. Hawaii-Pizza? Oh, ganz schwieriges Fass jetzt. Hey, Suki! Excuse me? What the fuck? Die kriegen 0 Sterne auf Google. Und was machst du so, Ente? Ja, die hängt da jetzt und... Oh, der ist hängen geblieben. Aua! Nein! Oh mein Gott, wir haben alle drei es geschafft. Oh, das... Oh, süß. Hä? Ist jetzt schon wieder passiert? Schwäbisch. Ich verstehe das nicht. Du sollst ihn immer mit anderen anlegen. Du machst immer nur Stress, Ragnar. Oh, ich muss auch noch eine Waschmaschine bestellen. Oh. Du erinnerst mich daran, dass ich auch noch Waschmaschine und Schrank nachschauen muss. Ich bin ja jetzt so nach einem Monat. Oh, guck mal, da ist meine Waschmaschine. Dankeschön. Ah, danke, Pokémon. Du kommst ja nie gerufen. Rotom. Elden Ringu. Ah! Oh! Schnell! Wo komm ich? Hat dich zu Tode gespoilert, aber lol. Okay. Ah!
Bruder, ich kack überall hin. Mir ist das scheißegal, Mann. Ich will doch nicht Bauchweh haben. Wenn ich kacken muss, dann kack ich einfach. Doris, Marti, lass es einfach raus. Das kann doch nicht wahr sein, dass Leute sich das echt irgendwie 5 Stunden lang verkneifen, weil die sich denken, oh nein, da kann ich jetzt nicht kacken. So in viele Heimscheiße, ne? Oh mein Gott, ihre Bubis wackeln. Ich hab's gesehen. Schaut weg, Leute. Das ist nicht, wie ihr tiefer sehen solltet. Das ist nicht, wie ihr sie im Gedächtnis haben solltet. Schaut weg! Das ist immer noch eure Traumfrau. Sind das Geschwister? Kirsty. Kann mir jemand die Beziehung zwischen den beiden erklären? Sind das Geschwister? Ja, sind Schwestern. Eineige Zwillinge. Geh raus. Cool. Die. Ich übersetze es in Deutsch. Die. Was das Ganze ein bisschen wärmer macht, als es sein sollte, was das Ganze wieder ein bisschen verflüssigt. Das ist. Ah, ich muss aber sagen, hör mal, der hat richtig abgespritzt. Im Stream! Richtung ist egal. Oh Gott, damn. Sorry, das hat mich gerade etwas. Ein kleiner Applaus. Klorolle 0815. Meine sind nicht 0815. Herzlich willkommen. Du hast den richtigen Stream gefunden mit deinem Namen. Mit wirklich Klopapier da hinten. Ich werde gleich sowas von fett gefingert. Ich sag, also. Oh nein, Girl! Stop! Doni! Da muss mal Pipi gehen, wenn man sowas hört, Doni. Na, wer macht sich gerade die Hose? Chat, ich bin mal kurz Pipi machen. Ja, seht ihr? Seht ihr? Es sieht lecker aus, aber. Der Müll da hinten, weiß ich nicht, ob das so lecker ist. Achso, ich dachte, sie redet von dem Boy. Hast du gerade aus dem Müll was rausgeholt? Ja, und das ist dann da. Ich hatte heute zu viel Energy-Kaffee gehabt. Ich habe tatsächlich heute nur einen Kaffee getrunken, Talari. Und Energy habe ich auch gar nicht so viel. Ich habe hier meine Tasse, meine Folie, meine Energy drin ist. So viel habe ich gar nicht, Talari. Das ist immer, wenn ich nicht viel Zeit habe und meine YouTube-Videos, die ich gucke, auf 1,25 Geschwindigkeit oder sogar 1,5 Dreh. Dann klingt das so. Flori, so wie habe ich gar nicht getrunken, Talari! So, wir reiten jetzt einen Schnuff nach links. Ah! Was ist denn jetzt? Greatest. Und ein Mitarbeiter, der kündigt sofort. So. Was? Das ist, wenn ich wieder Erdbeeren bestellt habe. Lieferung ist da. Oh. Das war's mit den Erdbeeren. Wahrscheinlich Erdbeermarmelade jetzt. Wenn man Eis bestellt hat. Ey, ich habe nicht so viel Eis bestellt. Nur 10 Liter, okay? Oh mein Gott, haben wir gleich Gleichstand, wenn du jetzt 4 gleiche machst, ne? Ach du Schicksal, der Punkte steht auf meinem Rücken. Was machen wir denn dann? Ich geh auf die Einsen. Drauf, geh auf die Einsen. Nee, oder? Ich hätte 1, 2, 3, 4. Was? Oh. Nein! Nice. Diese Frau, ich raff diese Frau nicht. Kill it! In Sound Mind, gutes Spiel! Oh. Ich möchte jetzt einfach mal so frei sein, ein bisschen Liebe da lassen. Alan Wake. Däumchen hoch, kommentieren und vor allen Dingen abonnieren! Wer nicht abonniert, kriegt ein paar aufs Brett. Auf dem Die macht hart, ich hau drauf. Tschö. Die macht hart, ich hau drauf.
Ja, Leute, das war wieder eine sehr lustige Folge. Lasst gerne ein Däumchen da nicht vergessen und einen Kommentar, würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten React nächste Woche.